Ja, in der letzten Folge gab es einen kleinen Cliffhanger, kurz vor dem Fight. Oh, hey, ist nur ein Fight, oder? Ist nur ein Fight. Und ich würde sagen, das laden wir uns jetzt direkt mal rein und hauen den mal ordentlich eins auf die Fresse. Was ist los? Das war's schon. Easy. Stufe 4. Wir haben kein Schon Blut gut. Gehabt. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Wesemirs Rüstung ist da gerade aus der Vogel gekommen. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt!
Das war die wilde Jagd. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Ja, das kannten wir schon. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Nein. Ich will meinen Bart behalten. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Mein schöner Bart. Wie sieht es so jung aus? Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Tja. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen... Das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Alter, eine Menge Story. Eine Menge, Menge Story. Ja, ich würde aber gerne erst was anderes gucken. Barbier. Können wir... Ja. Nee, wir können nicht mit ihm reden, das ist tut mir sehr leid. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar.
keiner gesehen. So, das Buch hätte ich mich gerne mitgenommen. Lesen geht immer. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. So, wir sollen uns für ein Gewand entscheiden. In 1, 2 oder 3. Die sehen alle scheiße aus. Das ist überhaupt nicht unser Style. Ich glaube irgendwie, dass wir 2 nehmen, weil da sind keine Rüchen. Aber da ist die Sonne. Hinten, sagt die. Kommt mir nach hinten. Ich mag die Sonne nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung, wenn wir jetzt so für 10 Minuten rumlaufen. Ich glaube, dann nehmen wir doch die 1. Ja. Wir nehmen die 1, weil auf dem 2er ist hier die Sonne und das ist ein E. Komm, hör auf, ey. Ich kann doch nur teilnehmen, oder was? Aber wir können uns das alles mal angucken. Das ist doch schon mal was. So. Außerdem können wir es bestimmt auch verticken. Sehr schön. Ja, was haben wir denn hier? Ah, was sagst du? Ist die Sonne? Das, oh, das ist ja voll gebockt. Ja. Moment. Goldrüchen. Dann nehmen wir das. Auf jeden Fall, das ist glaube ich auch die 1. An den Schuhen ändert sich nichts und an der Hose sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist schön. Wir haben ein Badehandtuch. Oh, sehr geil. Ich kann das nicht so lassen. Ich würde mal gern testen, ob das so geht. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Ach, verdammt. Es ist ja auch zu schön. Badehandtuch. Ein Traum. Ein Traum. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Nein. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Willst du mich verarschen? Warte, wie war das? Rechte Hand auf die Brust und linkes Bein nach vorne. Nehmen wir die 2. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Kann ich den hier einfach schlachten? Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Wir können... Nicht, da jetzt. Rote Parfüm, nehmen wir das mit. Weil der sieht uns gerade nicht. Das heißt, wir können es wagen. Ich komme gleich. Nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir raus. Moment, ich speichere noch kurz. Was? Hast du was gesagt? Heil! Ah, heil, okay. Mein Lieber, ey. Spacko, ey.
Warte. Zoe. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Im Grimi eb art Kerser. Deit wenn Adan in Karn eb Morwut. Em hier war Emreis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area eb to orde. Evelien, namin wat gern wavort. So viele Monate an Foltestzhof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Oh, das tut mir aber leid. Ich mag dich nämlich nicht und den König auch nicht. Ich werde mich nicht vor so einem Funzel verneigen und meine Ehre beschmutzen. Ich habe auch noch Würde und alles. Mongo. Und apropos Mongo. Und Ehre beschmutzen und so alles. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Wegsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Priesters. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange... Ja. Ich würde sagen, mehr in der nächsten Folge, oder, Freunde? Von diesen wildenigen und hetzigen Diskussionen. Freuen wir uns schon drauf, ne? Freuen wir uns alle drauf. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock drauf. Naja. Mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.